Hallo und recht herzlich willkommen wieder zurück zu Fußball Manager 10. Und zwar, also erstmal werde ich jetzt erstmal was trinken. Das habe ich mir mal verdient. Zweitens, hat mir jemand in meinem ersten Video, wo ich gefragt habe, mit welcher Fußballmannschaft ich denn bei Fußball Manager 10 anfangen soll, hat mir jemand jetzt reingeschrieben, er würde keines der Teams nehmen, er würde mit Bayern München anfangen. Ich habe gedacht, ah, schreib's zurück. Habe gedacht, ah, nee, mach's das lieber so wie jetzt und sag's es mal in ein Video. Und zwar geht es hier nicht darum, die beste Mannschaft auszusuchen und die beste Mannschaft rauszusuchen und einfach nur Champions League da zu gewinnen. Es geht mir hier eher mehr um Spaß. Ich hätte auch mit Barcelona oder mit Real Madrid oder mit Manchester United anfangen können. So, da wäre ich im ersten Jahr Champions League-Sieger gewesen und da wäre es das gewesen. Dann hätte ich keine einzigen Spieler kaufen müssen. Es geht mir hier um Spaß und nicht, hey, komm, kauf dir den und kauf dir den. So, das müsste eigentlich reichen, was ich jetzt dazu gesagt habe. Drittens hat mir noch ein gewisser anderer Let's Player Juggernautix geschrieben, Bobadilla ist ja nicht schlecht. Da muss ich auch sagen, du hast recht. Der ist jedes Jahr bei mir immer ganz weit oben in der Torschützenliste gewesen. 3, 4, 5 Jahre hintereinander. Und ja, den werde ich mir jetzt mal auf meine Beobachtungsliste mit draufschreiben. Ja. Habe ich hoffentlich richtig geschrieben? Nee, falsch, ich Vollidiot. Was habe ich mich da verschrieben? Was habe ich denn da geschrieben? So rum. So. Da er auch erstens noch recht jung ist. Wieso ist der bloß auf 8 gescodet? Ja, wenn ich mir jetzt halt auch angucke, Spiele 47, 26 Tore. Perfekt. 22 Jahre. Also ich mache mir auf meine Beobachtungsliste. Was natürlich in einem Jahr ist, dass wir es kein Schwein. Und ja, man könnte ihn jetzt zwar schon holen, aber dafür ist halt, müsste ich wieder einen anderen verkaufen. Es muss auch mit der Mannschaft gehen. Es wird auch mit der Mannschaft gehen. Ja, dann mache ich jetzt hier erstmal weiter. So, ach so, dann noch viertens zu meinen, ich mache noch ein Special, weil ich mir gefragt habe, kannst du nicht ein paar Talente hervorheben, also sagen, die du hast und die man für sich vielleicht holen könnte. Da gibt es aber in meinen Augen ein ganz großes Problem und zwar, die Spieler bleiben doch niemals, sind doch niemals so stark für sich wie bei mir. Also, was ich zum Beispiel, Nuri Sahin hat bei mir bei Dortmund 92. Ja, danke, Michael Ballack. Damit will ich sagen, wenn ihr den holt, kann das natürlich sein, er wird besser. Es kann aber auch sein, er wird schlechter. Also, das ist halt immer so ein Ding. So. Das ist halt das Problem, was ich daran habe, Jugendspieler Talente zeigen. Zum Beispiel, Arslan hat bei mir. Tolgay Ali Arslan hat bei mir eine Stärke von 85, 86. Wer sagt denn, dass der hier genauso gut wird? Tonay Toure hat hier schon eine Stärke von 66. Den habe ich bei mir verkauft, weil ich ihn halt schlecht fand und schlecht war. Oder hier er, Jeffrey Bruma. Der hat bei mir auch schon eine Stärke von 82 bei Dortmund. Aber wer sagt denn, dass der hier so gut, dass der jemals so gut wird bei euch? Das ist immer so ein Ding. Aha. Also ich werde schon ein Special machen, wo ich ja ein paar zeige. Genauso wie er, Tuomasi. Der hat bei mir auch eine Stärke von 85. Es ist halt immer so mit den Talenten. Und sagen wir so, man muss sie auch fördern.
Metzelt hat auch gespielt. 2,0 ist gut. Auch gut. Naja, gut. Also es wird dann halt 74. Nett. Nett. Also den werde ich mir hundertprozentig in den Augen halten. Achso, Beobachtungssister. Ja, was gibt's hier noch zu sagen? Ja, es wird sehr. Was ist denn das? Wer hat denn hier meine Mannschaft umgestellt? Keseko Honda, Roberto Tavares, Stürmer stimmt schon, Jansen, Augo bleibt auch links, Sydney kommt wieder hier hin, Kai Di Mel, Tavares, du bist aber ganz schön verloren hier hinten, Roberto. Dann wurde ich halt auch noch gefragt, wegen Verhandlung, was ich da alles einstellen soll oder was eingestellt werden soll. Das ist doch jeden selber überlassen. Das ist ja schwer nachzuvollziehen. Also, sehe ich zum Beispiel in ja, sagen wir es mal, in Robin Söder würde ich doch niemals, dass ich in mit 18 Jahren, mit 18 Jahren keinen Vertrag über 1 Million angeben. Außer er hat jetzt, was ich schon bei der Nationalmannschaft und sowas gespielt. Oder ich tue ganz selten feste Ablösen rein. Außer bei Spielern, wo ich mir dann schon langsam denke, jetzt wird es aber auch schon langsam eng mit dem Grundgehalt. Oder Auslandsangebot würde ich nie reinmachen. Oder bei, gut, wenn der Verein international nicht vertreten ist, kommt es an, mit wem er spielt. Bei Abstieg kann man auch reinmachen, aber wenn jetzt mal wirklich ein Jahr schlecht läuft und ist der Wurm drinne, so, ja. Genauso habe ich bloß bei ganz wenigen Spielern hier auch höchst bezahlte Spieler. Wirklich, wo ich sagen würde, zum Beispiel bei Arda Turan, irgendwann in 2 Jahren muss ich denen das bestimmt reinbrummen. Das gefällt ihnen natürlich als Spieler, ist ja klar. Aber mir gefällt es nicht, aber wenn es sein muss, dann muss es halt sein. Da müsst ihr halt bloß aufpassen, wenn ihr jetzt, was ich jetzt, eine Grundgehalt von, sag ich jetzt mal so, 5 Millionen und ihr habt das mit drinne und ihr wollt dann auf immer noch einen anderen holen und der kriegt halt 6 Millionen Grundgehalt, dann steigt den sein Auto automatisch auch, weil der meldet sich dann und sagt dann halt, oh ey, der kriegt ja mehr wie ich. Ich weiß nicht, wo er das rausgekriegt hat. Aber dann kriegt er mehr, weil er das halt in seinen Vertrag eingeschrieben gekriegt hat. Ja, ansonsten das, was ihr halt einstellt. Zum Beispiel wie halt, weiß gar nicht, war das bei Ballack? Habe ich bestimmt mit reingeschrieben, Post an Karriereende. Ja, ich weiß bloß noch nicht, wie man den als Sportdirektor kriegen könnte. Was ich sehr lustig finden würde. Ja, Jerome Boateng. Ach so, und mindestens, ich denke mal, ich werde hier meine Let's Plays bis in alle Ewigkeit versuchen fortzuführen. Ey, Ballack, kannst du mich langsam mal echt einen Arsch lecken? Ah, oh, Jürgen ist ja noch 10 Minuten. Ging das jetzt hoch oder runter? Aha. Oh Gott, er hat keine Turbine mehr drin. So, aber langsam wird es dann nur echt auf. Naja, also ich. Also, was ich damit sagen will, ich werde das versuchen, bis in alle Ewigkeit fortzuführen. Also, hier ist so viel, wenn Fußballmanager 11, sage ich jetzt mal so, rauskommt, werde ich davor ein neues Voting starten. Und ich denke, also. Ich werde unbedingt mit einer der deutschen Mannschaft spielen. Und da werde ich alle 18 versuchen, als Vot so gesagt freizugeben. Obwohl ich natürlich mit manchen, München zum Beispiel, nicht so gerne spielen würde. Aber, ja, ich bin über mich kann man überreden. Wenn jetzt wirklich viele ankommen würden.
So. Was ich jetzt noch machen wollte. Man könnte ja eigentlich auch. Wieso stehen ja nicht so weit auseinander? Sir Roberto. Ja, das ist halt genau das gleiche wieder. Wenn ich mir jetzt meine Mannschaft angucke, denke ich mir so, Mensch, der Rost, der hat eine Form, der muss drinnen spielen. Verteidigung ist auch gut, Sturm auch gut, Kroski ist halt gerade gut gelaunt, Markus Berg ist halt gerade gut gelaunt. Nehmen wir mal mit für Ronaldo. So, und dann gucke ich mir halt so an, Frische. Frische ist halt bei den drei jetzt mies. Haben aber erst unser nächstes Spiel in. Na, erst nächste Woche. Dann sehe ich aber halt, Sir Roberto hat eine Form von 7. Also hier ist er halt schlecht gespielt.